Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Episode Part von Shenmue. Ja, das letzte Mal haben wir ja diesen komischen Park gesucht, beziehungsweise ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, wo sich dieser Park befindet, habe aber bis jetzt die Zeit nicht gefunden, rauszufinden, wo es lang geht. Deswegen wird es wahrscheinlich heute mit der Suche weitergehen. Allerdings habe ich mir auch vorgenommen, euch noch ein bisschen mehr in der Stadt zu zeigen. Und das könnte vielleicht auch den, man kann sagen, die Lösung zu dem Finden des Parks dienen. Also quasi zwei Dinge auf einmal vielleicht damit versuchen. Ja. Ich werde auch mal wirklich mal gucken, also ich irgendwie, wenn ich mal nicht weiterkomme, wirklich mal ein paar kleine Informationen zum Spiel oder zumindest zu der Stelle rausfinde. So, erstmal unser Tageseinnahmensitzen von 500 Yen? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja eigentlich auch umgerechnet nicht viel. Ich glaube, ich habe das ja schon erwähnt gehabt. Ja, schauen wir uns doch erstmal hier ein bisschen um. Hoffentlich finden wir jetzt dieses komische Geheimnis des Parks mal endlich. Und es ist ja schade, dass ich hier sämtliche Sachen erstmal suchen muss. Allerdings, das ist ein Spiel, in dem man viel herausfinden muss. Und wie gesagt, das Spiel hat 4 CDs und diese 4 CDs zeigt ja schon daran, wie lang das Spiel sein kann. Ich will nochmal gucken, wie der Name heißt. Liu Senior ist hingelaufen zum Susume Park. Also Liu Senior, wir müssen einen Liu Senior suchen. Im Susune Park. Das klingt ja spaßig. Das ist kein Susune Park, aber man kann auch die Flagge, glaube ich, nicht lesen. Da oben ist zwar ein Schild und da will ich auch mal kurz mal nachschauen. Können wir das nicht anvisieren oder so? Schade. Hallo. Kann man nicht lesen. Schade. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie mit dem Susune Park zusammenhängt hier. Deswegen schaue ich mal doch mal weiter. Vielleicht haben wir doch irgendetwas übersehen. Es muss ja vielleicht nicht unbedingt auf der Karte stehen. Vielleicht ist das auch irgendetwas anderes. Und da ich ja schon lange nicht mehr euch so ein paar Sachen hier in dieser Welt gezeigt habe, wird es Zeit, das Ganze nochmal ein bisschen nachzuholen für die Leute, die vielleicht die Sachen verpasst haben. Ja, es ist halt nicht einfach. Das ist nur eine Baustelle, kein Susume Park. Es sei denn, es soll vielleicht noch einer werden, aber das glaube ich eher weniger. Wenn ich wüsste, wo dieser Liu Senior ist. Würde mal gerne wissen, was das hier darstellen soll. Aber okay, wir sind ja hier nicht bei irgendeinem Rätselspiel, in dem man rausfindet, was irgendwas wird. Ich meine, das Spiel basiert aus dem Jahren, was war das, 1986, ne? So ungefähr sollte das Jahr ungefähr hier drinne sein. Ich will trotzdem mal wissen, was hier für Namen sind. Na gut, vielleicht suchen wir doch mal lieber erst die Karte ab. Kann ja nicht sein, dass dieser Liu Senior irgendwo verstreut ist. Ich meine, der Susume Park, wo soll der sein? Irgendwo muss der sein. Was ist denn das?
Sieht aus wie eine Tafel oder sowas, aber erkennen kann man daraus nicht viel. Ich würde ja, wie gesagt, auch sagen, weil ich ja nicht zu viel Zeit beim Suchen vergolden möchte und euch noch ein bisschen hier zeigen möchte. Für alle, die dieses Spielzeug hier noch nicht gesehen haben, vielleicht habe ich ja mal Glück und krieg mal eine Sonic-Figur. Wäre ja mal schön. I love this. Steht da DC-DC oder was? Keine Ahnung. Nee, Quatsch, das ist die japanische Aussprache, glaube ich. Ich bin so durcheinander, ey. Das sah aus für mich wie ein D und C und D und C, aber hingeschrieben. Aber das ist eigentlich eine japanische Schrift, ja gut. I should buy one. Die immer irgendwie kunstwerkmäßig aussieht, muss ich zugeben. Einfach nochmal zeigen. Was ist das, eine Kugel? Hey. Ja, da würde ich aber auch staunen. Was soll denn sein? Ein Flummi oder was? Superball 3. I should try again. Ja, machen wir noch einmal. Warum nicht? So, mal sehen, was haben wir denn hier? Ja, den habe ich doch schon. Den kennt man ja eigentlich auch aus vielen Sonic-Spielen. Aber gut, okay. Das war's jetzt erstmal hier mit dem... Mit dem Spielerei. Und jetzt suchen wir erstmal weiter, denn... Wenn wir hier die ganze Zeit verbringen, dann haben wir das ganze Geld verbraust. In anderer Sprache gibt es hier noch eine Menge andere Sachen, die man machen kann. Dass wir den trinken, habe ich ja schon in den neuen Parts gezeigt gehabt. Jetzt wollen wir doch mal die Zeit noch mal nutzen, um diesen komischen Park zu finden. Der ist nicht zufällig irgendwo hier hinten oder so, ne? Oder warte mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Susume Park vielleicht... Ups. Könnte ja auch. Ich glaube, ich könnte eine Vermutung setzen. Ich such mal. Vielleicht brauche ich euch ja gar nicht so viel zeigen, denn wir sind ja nicht an vielen Orten gewesen. Aber wir waren an einem besonderen Ort noch nicht. Und eventuell könnte das hier. Kann man das da lesen? Nein? Schade. Vielleicht hat das hier mit dem Susume Park zu tun. So, 9.54 Uhr, Dezember 6.1986, den Samstag. Das könnte doch vielleicht der Susume Park sein, oder? Ich meine, das sieht ja schon fast aus wie so eine Art Park und ein bisschen gestreut. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal hier so ein bisschen die Häuser an. Allerdings sind die Häuser vergittert. Und ich glaube, das gehört wieder zum Teil der Stadt, oder? Ich will trotzdem mal ein bisschen reinschnuppern. Es muss ja wohl... Es kann ja nicht sein, dass wir diesen Susume Park nicht finden. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das hier der Susume Park vielleicht? Hey! Na also, geht doch. Da haben wir den doch. Warum ist er denn nicht bitte schön auf dem Schild verzeichnet? Na schön. Guten Tag. Are you Yusan? Yes, I am. Gefunden. And you? My name is Dio Hazuki from the Hazuki Dojo in Yamanose. Ah, I've heard what happened to your father. My condolences. What can I do for you? I'm looking for a Chinese man who calls himself Len D. Three Blades members like Aji Ichi's Tao-san suggested that perhaps you might know. Ah,
You know of the three blades? I know it refers to the three professions, barbers, cooks, and tailors. That it does. Did you know that the proud elite of these professions were also imperial bodyguards, protecting emperors from assassinations with their razors, knives, and scissors? About Landy, I gather by his name that he is most likely a member of a Chinese black market cartel, or perhaps even the Chinese mafia. Would they be here in Yokosuka? They have developed a base in the harbor to bypass customs and expand their activities. Try asking some of the sailors in the vicinity. They're bound to know more. Sailors? I'll look for some. Thank you very much. Good luck. Ja, wichtige Informationen haben wir jetzt auf jeden Fall erhalten. Nicht schlecht, dass wir jetzt endlich mal diesen Suzume-Pack gefunden haben. Warum der nicht ausgeschildert ist, finde ich schade. Den muss man erstmal suchen. Also ich finde das ein bisschen Blödsinn. Man hätte ja schon alles auf den Schilden machen können. So, erstmal gucken, was haben wir denn jetzt als nächste Information dazu bekommen. Das war das mit dem Suzume-Pack und hier haben wir noch eine ganze Menge. Achso, Landia Back oder was? Marke Chinese, in Chinese Mafia, Salos, Hongkong, oh. Sailor, wer ist denn Sailor? Ich würde mal sagen, wir brauchen wieder mal ein Schild, das uns hilft, hoffentlich diesmal. Um endlich mal die Information zu suchen. Ich will dir aber trotzdem mal kurz mal schauen, was jetzt hier ist. Weil ich habe das Gefühl, da müssen wir auch noch irgendwann hin. I should talk to some more people. Ja, ich weiß, ich muss natürlich mehr Leute natürlich befragen, um Informationen zu finden, bevor ich natürlich auf der Weltreise gehe. Mann, was bist du denn für einer? Typ mit einem Anzug, ich will hier am Schild dran. So, mal schauen, was haben wir denn hier? So. So kurz nachgucken kann ich leider nicht. Ach komm. Fern, zoomen. Ja, zoomen bringt mir aber nicht gerade viel, oder? Ich weiß nicht. Erstmal schauen, wen sollen wir denn jetzt überhaupt suchen? Ich würde schon gerne mal. So. Also, Landia Black Market China. Organisation or China Mafia, Sailor Work, Hong Kong or Shanghai Import may know about China's Mafia. Must find Sailors. Sailors. Jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist wahrscheinlich irgendein Typ, den wir finden müssen. Das steht gar nicht auf der Tafel. Aber da war eine Information. Ich bin so durcheinander. Warte, Landia Black Market China's Organisation. Oh, China Mafia. Also ist der, gehört er dazu? Also Sailor arbeitet in Hongkong oder China. Shanghai, ja, wir müssen den Typen finden. Wo arbeitet der oder so? In der Richtung. Jetzt habe ich nicht ganz genau drauf geachtet. Wir müssen natürlich darauf achten, dass der ja auch kommt. So. Wir müssen den Typen finden. Diesen. Warum gucke ich jedes Mal nach? Sailors. Genau. Ja, wo könnte der sich aufhalten? Ich weiß, ich lese ein bisschen langsam, aber was haben wir denn hier alles? Water Dragon? Nee, das ist nicht das, was ich dachte.
Also jetzt haben wir den Part gefunden, jetzt geht's natürlich auch weiter und wir suchen jetzt noch einen Herren. Das wird immer schwieriger, weil wir jetzt weniger Informationen dazu haben, außer diese Informationen, die wir vielleicht noch bräuchten, um herauszufinden, ob er jetzt dazugehört. Was ist das denn hier, eine ganze Motorradbande? Kann man die anreden? Schade, geht nicht. Wollen wir doch mal schauen. Wir müssen ja hier, wie gesagt, mehr Leute nachfragen. Bist du so einer? Tatsumi-san. Hey, what's up? Got a minute? Come back later, will you? I see. Oh, ich will mal die Speisekarte gucken. Wenn wir schon mal hier sind, gucke ich mal hier die Speisekarte nach. Das könnte jetzt richtig interessant werden. Ach komm, beweg dich mal so. So. Kann man überhaupt was erkennen? Nein. Nicht wirklich. Du solltest mal deine Schilder ein bisschen neu machen. Man erkennt ja nicht mehr, was draufsteht. So. Spaß beiseite. Wir müssen diesen einen Herrn suchen. Das muss ja auch irgendwo sein. Wir haben den Park gefunden, also wird es wahrscheinlich auch nicht schwierig sein, den Herrn zu finden. Hier hat es geschlossen. Ah, warte mal. Das ist von 19 Uhr bis 4 Uhr. Das ist ein Nachtlokal. Was haben wir denn hier? Kann man da rein? Nein. Schade. Ein Gebäude, das nicht genutzt werden kann. Eine Seltenheit hier drinne. Warte mal. Warum gucke ich eigentlich an Orten? I'm Dio Hazuki from Yamanose. I need to ask you something. I'm sorry. I'm just about to get in the bath. I see. Well, it's no big deal. Ja, hat uns nicht weitergeholfen. Ist auch egal. Hier ist irgendein Laden oder sowas, oder? Da steht auch was drauf. Geschlossen. Aber das ist die Hausnummer Nummer 202. Mal schauen. Hier ist geschlossen. Kann man hier irgendwann rein? Oder ist da irgendwas? Eine Gaunerstadt oder sowas? Hier haben wir 201, hier haben wir 202. Ich guck trotzdem mal nach. Auch wenn geschlossen ist, vielleicht gibt es ja hier... Still not open? Da kann uns wahrscheinlich auch keiner helfen. Was haben wir denn hier alles schön? Schöne Aussicht, muss man zugeben. Ja, das ist schön gemacht. Man kann vieles sehen. Finde ich interessant. Wie ich auch weiß, müssen wir auch irgendwann zu einem Bus, um zu einer bestimmten Stelle zu kommen. Ach komm, jetzt gucke ich nochmal nach. Ich trödel hier viel zu viel Zeit rum in diesem verdammten Let's Play, also von daher. Also, Seller, Hongkong, Shanghai, ja, wie sollen wir denn da hinkommen? Was bist du denn für einer? Ono-san. Oh, it's you, Ryo. I heard you had a hard time. Yeah. Are you okay now? Yes. I feel a lot better now. Don't overdo it. Leist mir dein Motorrad, ich will hier von der Stadt raus abhauen. Schade, geht nicht. Was ist das denn hier? Kaputte Motorräder? Das eine hat... Komisch, das eine hat noch nicht mal ein Hinterrad. Egal. Was haben wir denn da? Da ist auf jeden Fall offen. Von 12 bis 5 Uhr morgen. Wow. Respekt an diese Arbeitszeit. Meine Herren.
Den geben wir noch mal kurz rein und dann werde ich mich auch langsam verabschieden. Oh. Wow. Das nenne ich mal schick. Excuse me? I stayed up all night last night. I've been babysitting customers. Could you come back another day? Is that so? Sure, I understand. Schade. Das wäre jetzt auch ein Zufallstreffer geworden. Aber okay. Ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare posten. Mal sehen, was wir noch alles finden. Das habe ich das letzte Mal auf jeden Fall nicht gefunden, den Laden hier. Also, ich staune schon richtig, was ich hier so alles finde. Das ist ja schon eine richtige Gangsterbude hier. Zumindest der Eingang sieht zumindest so aus. Ja, also wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet oder sonstiges. Wie auch immer, ihr kennt es ja. Also, ihr müsst ja nicht unbedingt schreiben, wenn ihr nicht wollt. Aber ich würde mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Und, ja. Ich würde mal sagen, das nächste Mal werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen. Ich guck mal, dass ich die Zeit mitnehme, dass ich rausfinde, was ich machen muss. Denn ich möchte ja hier auch einen Schritt weiterkommen, denn so komme ich auch keinen Schritt weiter. Ja, das ist ein bisschen Zeit muss man sich wahrscheinlich auch nehmen, um nebenbei noch ein bisschen zu filtern. Denn ich habe das dumme Gefühl, wir werden noch einiges hier machen müssen und ich laufe total falsch. Ja, also wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich für einen Daumen freuen und ich wiederhole mich jedes Mal. Mann, was für ein Tag. Ja, und ich sage dann auch mal bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.